So, ihr Lieben, ja, jetzt sind wir auf dieser Gerätschaft, wo es ziemlich nach oben geht. Wir gucken mal in die Gesichter von den üblichen Verdächtigen. Ja, die Sonnenbrillen sind schon auf. So. Ja, einmal der Freizeitpark Efteling in Holland von oben. Auch ganz nett. Ja, sehr schön. Guck mal, da hinten ist Scholz. Ja, damit fahren wir auch noch. So, normalerweise müsste ich jetzt mein Brüderchen hier ärgern, den Micha, und würde sagen, herzlich willkommen hier im Gelsenkirchener Parkstadion zum heutigen Samstagnachmittagsspiel. Der Hamburger Sportverein ist zu Gast hier im Gelsenkirchener Parkstadion gegen den Schalke 04. Ja, so sieht das hier aus. So, das ist übrigens die kleine Bootstour, die wir vorhin gemacht haben. Und so wie man sieht, der komplette Freizeitpark Efteling im Waldgebiet. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, wollen wir mal umblättern? Ja, so hoch ist das. Sehr schön. Ganz da hinten am Horizont sehen wir übrigens die Holzachterbahn. Die fährt sogar zweigleisig. Und etwas im Vordergrund der Rote Baron. Und hier vorne, das ist die Indoor- bzw. Outdoor-Achterbahn. Und ganz da hinten sehen wir dann auch noch mal die Vierer-Loopingbahn. Achtung, wir landen. So, jetzt geht es so langsam wieder nach unten, abwärts. Sehr schön. Hier auch noch mal einen schönen Blick. Micha total begeistert, kommt aus den Staunen nicht mehr raus. Wo ist eigentlich unsere kleine Eileen? So, wir schalten mal eben rüber in die angeschlossenen Funkhäuser. Sehr begeistert das Ganze von der kleinen Eileen. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und bewegen uns zur nächsten Attraktion hier in Efteling. So, ladies and gentlemen, hier sind wir wieder. Onkel Rocky on Tour, live hier aus dem größten Freizeitpark hier in Holland, in Efteling. So, wo ist mein Cap? Da. So, wir sind jetzt bei der nächsten Attraktion hier angekommen. Und zwar Moby Dick. Moby Dick, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Live. Mit den üblichen Verdächtigen. Tante Kimi jetzt nicht dabei. Sie hat ein bisschen Angst. Moby Dick ist ja auch ein bisschen heftig, das Ganze. Und der Onkel Michael ist mit dabei, auch die kleine Eileen sowie der Alex. Alex mal wieder voll genervt, weil er Hunger hat. Ja, kleine Eileen, ja.
Und natürlich, ja, Onkel Micha. So. Ich muss mal den Mund wickeln, ey. Komm mal weg. Echt? Ja, menschlich. So, dann wollen wir gerade mal reingucken. Tante Kimi sitzt da hinten irgendwo. Wo? Sieht man? Nee. Wohin? Da irgendwo. Ich guck selber raus. So. Blub. Ja, gibt natürlich noch ein bisschen mehr zu fahren. Die Holzeisenbahn, die steht noch an. Python haben wir, haben die Wrestling gemacht, ich natürlich nicht. Das ist ein Vierer-Looping. Bisschen zu schnell, über Kopf, kann ich nicht ab. Aber die Holzachterbahn, zweigleisig das Ganze. Letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen konnte ich es nicht mitmachen. Dieses Jahr bin ich dabei. Und ja, wir sind jetzt erstmal bei Moby Dick. Und ich halte da einfach mal live drauf, wenn ich da schön mit Onkel Micha in einer Gondel zusammenfahre, was es damit auf sich hat, und dann schauen wir mal weiter. So, gucken wir mal. Hallo. Herzlich willkommen zurück, Onkel Rocky on Tour mit Onkel Micha. Ja. So, wir sind jetzt hier, Moby Dick. Die alten Rentner. Können wir noch mal zeigen hier. Da. Moby Dick. This is Moby Dick. So, damit fahren wir jetzt zusammen mit der kleinen Aline. Nice. Und Onkel Alex. Da. Uhu. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen uns ein bisschen festhalten, weil das soll wirklich eine rasante Fahrt werden. Wir setzen uns jetzt auch schon langsam in Bewegung. Toll, wie hat das keinen Sinn? So, Tante Kimi ist hier natürlich auch irgendwo noch. Ich muss mich hier ein bisschen festhalten. Weil ja, das ist doch ein bisschen. Moment. So. Warum sitzt der eine so ziemlich recht? Ach, voll du. Da war übrigens Tante Kimi. Zeigen wir gleich nochmal. Hinter uns sind Aileen und Onkel Alex. Das ist Kimi. Kurz Kamera. Hier in deine Ecke. So, jetzt habe ich mir ein bisschen Platz verschafft. Also es geht hier schon ganz schön rasant rum. So, ja, Moby Dick. Sieht man ihn noch mal so ein bisschen? So. Erzählen. Lass dich überraschen. So, mein Brüderchen, der Micha, ganz cool drauf. Ich versuche mich hier immer noch ein bisschen zu positionieren. Könnt ihr noch mal nach vorne so. So, Tante Kimi vielleicht noch mal in Betracht ziehen. Ja. Oh. Ja, war eigentlich ganz schnuckelig, Moby Dick, wir werden uns jetzt hier entfesseln und dann sage ich mal bis später. Warte. Ja.
Fahrrad noch. Ja, so. Und wie war das? Ja, ich war da nicht dran. Hä? Wie war das? Also uns ist allen schlecht und deswegen schalte ich erstmal wieder ab zur nächsten Attraktion und sage bis gleich. Moby Dick.